Durch den vermehrten Einsatz von Drohnen und Kampfrobotern muss man immer weniger auf menschliche Infanterie zurückgreifen. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten. Das WA leugnet, Truppen in die Region geschickt zu haben und beharrt auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung dieser Pattsituation. Wir stimmen uns mit unseren Verbündeten ab, um an allen erforderlichen Stellen taktische Hilfestellung zu leisten. Wie lange machen wir das jetzt, Hendrix? 5 Jahre, grob geschätzt. Könnte hinkommen. Denkst du je an das nächste Ziel? Nope. Du kennst mich. Ich lass mich bloß treiben. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Black Ops 3. Mit dabei, wie gehabt, der Fabian und Hallo. Der Sven. Und wir sind hier jetzt, das ist dieses Hut, ja? Mhm. Okay, im Hut können uns da Sachen jetzt auch ausrüsten. Ja, jeder hat hier so seinen Raum. Wo du einen Kleiderschrank hast, Sammlerstücke und Medaillen. Ja, ich bin gerade am Kleiderschrank und fällt mir das Standardding aber besser. So. Sammelstücke brauche ich jetzt nicht angucken. Das Wichtigste ist hier, hier kannst du dir Waffen kaufen und Ausrüstung bearbeiten. Hey, Hendrix. Und wo sind wir nochmal? Da die Cyberkerne, genau. Singapur. Machen die Cyberkerne. Cyberfähigkeit. Okay. Ach, das ist genau wie bei. Genau wie beim Multiplayer. Du hast halt diese Token freigespielt und du musst für Cyberkern und für die Waffen jeweils Token ausgeben. Dann kannst du hier 5 Sets zusammenstellen. Mhm. Was mache ich denn da mal? Okay. Bin irritiert. Ich nehme einfach mal das da freischalten. Ach, ich schalte einfach mehrere Sachen frei. Ich habe genug hier. Du hebst noch was für Waffen auf. Was? Oh, shit. Ah, das ist eine CIA-Operation. Zu spät. Das ist ihr Unterschlupf. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so spannend, aber... Ach, ich bleibe erstmal bei den Waffen, oder? Obwohl, die XR2 finde ich eigentlich doof. Ja, die aber Kula die KN44 ist gut. Kann ich nicht. Ach, oh gut, ich kann ja sowieso die ist gut. Ja, die hätte ich jetzt gerne. Gut, dass du dir's gemerkt hast. Weil, ich habe gar nichts gedrückt, ich will gar nicht daran. Kampfimmersion. Ich verstehe auch gerade jetzt mal storytechnisch. Das tun sie doch immer, das müsste doch warum haben wir das denn mit dem Zug da eigentlich gemacht? Können wir in die Zeit zurückreisen und das verhindern, oder was? Nein, das war nur ein Demo-Tag. Ach, um zu gucken, wie geil wir sind. Genau, wie geil. Eigentlich war das nur ein, genau, wie geil wir sind und, okay. Bisschen Tutorial, um zu merken, was sind jetzt überhaupt diese Cyberkernfähigkeiten und alles. Das war alles nur simuliert. Okay. Na gut. Dienstakte, Sammelstücke, schon wieder so ein Scheiß hier. Was noch interessant ist, hier, bevor du die Mission startest, kannst du hier rechts unten auf diesen Mission-Details sehen, ob kurze, mittlere oder lange Distanz vorherrschend ist. Und entsprechend kannst du dir dann Ausrüstung vorher schon mitnehmen. Findest aber öfter im Level immer diese komischen Kisten, wo du deine Ausrüstung ändern kannst. Wo sehe ich denn die? Ist das Missionsdatentresor oder was ist das? Nee,
Ja, genau, da unten links. Genau, Kurzdistanz, mittlere Distanz. Missionsdistanz, okay. Ja. Also rein gucke ich auch nicht. Ich gucke immer nur schnell auf diese da unten. In dem Fall zum Beispiel ganz viel mittlere Distanz. Also einfach nur. Reicht da nicht die Kuh da? Auf jeden Fall. Dann hat das MG, das ist übrigens Standard-MG, was von Anfang an ist, ein sehr gutes MG. Na gut. Ich habe die KN44 ausgerüstet. Die ist auch, ach so, ja. Im Moment hast du das MG in der Hand. Ach so, in der Hand, okay. Okay, die KN44 ist auch gut auf mittlere, ja. Okay. Dann starten wir doch mal die nächste Mission. Tschu, ich gehe mal rein. Warte mal. Ah, und jetzt suche ich die aus, die Waffe, okay. Genau. Locus. Und oben links den Kern, die Kerne, weil du hast drei Bäume und du nimmst immer einen Kern mit. Also ich habe zum Beispiel Kontrolle dabei, was echt albern ist in dem Ding. Ich nehme jetzt Chaos mit. Da habe ich die Fliegen drin und den Bienen. Was seid ihr jetzt zu der Mission da, oder was? Ja, ich nehme jetzt den Kampfkunstkern, glaube ich. Ah, okay. Ja, Chaos. Und ich nehme erstmal die AVK mit. Ah, okay. Genau, und jetzt. Dann doch. Ich hab doch noch eins freigeschaltet. So viele Menüs in 48 Ach Sekunden. Ach so, das sind dann mehrere. Ah. Seid ihr alle in der Tür schon drin? Ich bin schon drin. War nur noch auf Sven. Also in 40 Sekunden geht so oder so los, aber wenn er durchgeht, geht schneller los. Ja, dann geh mal da rein jetzt, Sven. Hab ich doch. Ach du Labers. Warten auf Team. Ja, also ich glaube, der ist nicht da reingegangen. Nein, nein. Aha, nicht da. Jetzt. Hab ich da doch. Ist er doch. Ach, ich bin da. Ja. Du stand doch vor der Tür. Ja, der ist wieder rausgelaufen. Eingesetzt und sollte die Operationen vor Ort überwachen. Seit die Mauer hochgezogen wurde und die Behörden nicht mehr evakuieren, wird der Ort so ziemlich vom dortigen Verbrechersyndikat regiert, den 54 Immortals. Also, was hast du von der CIA? Wird die Story aber langsam kompliziert. Das Datenpaket erzählt die ganze traurige Geschichte. Eine Explosion in der alten Koalessenzanlage forderte 300.000 Opfer. Evakuierung und Wiederaufbau wurden nach den Supersturmen abgebrochen. Also, was ist hier so wichtig, dass die CIA ausgerechnet uns hinschickt? Die Immortals haben Verbindungen zur CDP und deren Verbündeten. Meist Waffen und Technikschmuggel. Kein Wunder, dass sie besorgt sind. Oh Mann, ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das schmeckt. Was, hä? Mhm. Nach dem ganzen Scheiß Fertigfraß schmeckt das nur himmlisch. Das ist kein Fertigfraß, oder was? Du könntest dir doch einen Mod holen, der alles gut schmecken lässt. Lieber nicht. Schmeiß weg. Denn dann würde ich keinen echten Genuss mehr kennen. Keine halben Sachen, was? Okay, weiter fliegen wir nicht. Okay, dann auf ans Werk! Auf ans Werk! In diesem gesetzlosen Sumpf können wir richtig gehend froh sein über unser ach so wichtiges Mandat. Wenn der mit voller Kraft hier ankommt, haben wir es mit einem waschechten Orkan zu tun. Ach, du meinst den Sturm? Hier, nimm. Nicht, dass du noch weggeweht wirst. Kane! Wir stören die Kommunikationssysteme der 54 Immortals. Ach, jetzt hab ich Dings. Denk dran, die Tech-Sicht anzumachen. Was hab ich denn für eine Waffe hier? Ja, du musst einmal wechseln, dann hast du sie. Die andere. Okay. Die liegt, bei mir liegt die jetzt auf 4. Die. Da muss was sein, das sie haben wollen. Ah, okay. Wo liegt die bei mir? Dann können wir nicht auf 4. Nee. Was ist denn auf 3? Okay, das ist die Nachtsicht. Verstanden. Oder? Sind auf dem Weg. Nee, ich habe die Tech-Sicht auf 3. Jo. Das ist wichtig, immer anmachen. Die ist nämlich am Anfang der Mission nicht an. Man gewöhnt sich sehr schnell dran, weil man doch sehr viel mehr damit sieht. Aktivität voraus. Bleib unten.
Die Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch. Sie verkaufen Menschen für jeden erdenklichen Zweck. Säulengrünes Menschenfleisch. Das Elendsviertel. Was legen Sie ihm da an? Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen. Wow, wow, Hendrix. Nicht die Mission. Hier können wir nichts tun. Autsch. Töten wir den Mistkerl doch. Hä? Okay. Ich aber auch so. Jetzt hätten wir, wenn wir jetzt greifen. Jetzt machen wir was, ja? Vorher war nicht genug Drama. Man kann hier endlich ein Doppelspiel. Den musst du auch freischalten. Nächstes Mal im Hut sage ich dir wo. Was? Oh, bin schon down. Ja, schnell. Sehr gut. Was machst du denn? Denke mal auch, ist ja nur Schwierigkeitsgrad Söldner, dann Soldat, das geht schon. Oh oh. Freunde? Ah. Oh nein, Granate. Boah. Da ist so ein Dicker da oben drauf. Ja. Oh, Granate. Boah. Granaten versucht. Oh. Wie Granaten setzt da nichts. Der Typ ist immun gegen Granaten. Der ist bei euch, ne? Ja. Hab den umgehauen. Und schon wieder eine Granate. Auch einer. MG ist aber die Fähigkeit, die ich ausgerüstet habe, doch scheiße. Was denn? Defensive Raufwand klingt doch gut. Alles sicher. Das war ein verdammt harter Bursche. Daran zweifle ich nicht. Die Immortals kommen da draußen an quasi jede Waffe und Ausrüstung ran. Hopp. Wir nehmen dem zu. Setze den Bolzenfeind an. Ah. Der Superschuss wird immer verheerender. Je höher wir kommen, platziere gleich den Bolzentreiber und halte ihn. Bei mir ist es eh und einfach gedrückt halten. Macht der schon automatisch. Ja, ja. Jetzt langsam nervt's aber. Benutzt den Bolzentreiber. Ach Gott. Bolzentreiber. Yes. Ach Gott, Alter. Grünes Licht für den Drohnenangriff. Ja. Oh nein. Nein. Bist du auch eben geflogen? Ja. Hallo. Ich will da rein. Scheiß drauf. Kane, wir gehen rein. Hendrix, Position halten. Jetzt ist hier kein Sturm. Im letzten Moment, wo wir gerade rein wollten, hat er uns weggeweht. Ja. Die Wellen sind ein Problem. Halt den Bolzentreiber bereit. Oh. Nö. War es nicht 3 oder so? Nee. 4? Hier, ja, du hast so ein. Ah, das ist doch. Ach, ah, hier ist er. Der ist dieser Mini-Raketen, aber das ist ganz gut. Der sieht nämlich an bis zu 5 und dann kannst du 5 raus. Ach so. Und die lenken dann. Sehr gut, ja. Oh oh. Kein Problem, ich hab eine Kriegsmaschine dabei.
Hoppala. Hoppala. Oh, das sieht nach Gegner aus. Der Sturm wird schlimmer. Das Operationsgebiet ist bald nicht mehr passierbar. Ist eine Munitionskiste drin? Ja. Ich werde von hinten geschossen. Ah, da ist einer, Tatsache. Die Sicht verschlechtert sich. Aktiviere den Taktikmodus, damit sie uns nicht überraschen können. Kommen denn da noch? Noch einige. Alles okay. Oh, Granate. Ah! Ui. Ah, ich bin ins Wasser gefallen! Ah. Ich benutze dein DNI zum Extrahieren und Löschen der Daten. Ah, nee, sowas geht? Dein DNI nutzt unsere zentrale Datenbank. Halt da nicht zwischen. Ich weiß. 5 Sekunden wieder da. Ah, okay. Das Blöde im Wasser kann man halt nicht wiederbeleben. Ja. Das fängt so auch sofort tot. So, und hepp. Dann hack dich mal rein. Ich hack mich rein. Dateien gesichert und zensiert. Der Sturm wird schlimmer. Der Tanker scheint sich vom Wellenbrecher zu lösen. Verstanden. Danke, Kane. Ich nehme das obere Deck, du das untere. Bereit? Ja, wer ist denn jetzt ich und du? Achso, wir sind du, oder? Wie, das untere Deck hier ist doch keine Sau. Hier. Hallo, so. Hier ist eine Tür. Aha, hey, hey, hey. Ja, gut. Ja. Vorstoß! Ja, ja. Wir müssen jetzt vielleicht also auch Vorstoß machen. Hat auch ein bisschen was mit Geschwindigkeit zu tun. Vielleicht solltet ihr auch mal da E drücken jetzt, wie wär's? Das auch. Wer ist denn der Idiot mit dem gelben Helm? Du. Nein! Ah, ich drück ja schon. Also, ja. Geht doch. Wieder gemacht, Roman. Ich war das nicht. Er hat die Szene übersprungen. Spring auf das Boot. Los jetzt! Ui. Ui. Na, wenn das nicht nach einem so guten Plan aussieht. Also wir fliegen gerade mit dem Boot in ein Gebäude, wenn ich das richtig sehe. Hier steigen wir aus. Ich reise immer so. Halt am günstigsten. Ja. Ui. Ja, da Wasser, jetzt rüste ich die Rauchwand auf. Rauchwand aus. Macht besser schnell. Wir erhalten schon Berichte, dass die CDP präzise Informationen zu den Schwächen unserer verbündeten Truppen hat. Das sind schwere Verluste für uns. Wir müssen dem einen Riegel vorschieben. Verstanden. Mit Shift kann man übrigens schneller schwimmen. Man sprint. Nee, gar nicht wahr, man schwimmt dann nur hoch. Oder? Ach, ich weiß auch nicht. Na, ihr könnt euch schneller. Was? Munition? Die Waffenkammer. Munition. Ja, auch. Also automatische Munition und mobile Waffenkammer. Was ich denn da nochmal? Nehmen wir mal die K1 mit. Ich nehme mal Chaos. Ja, die Waffe fand ich eigentlich okay. Ich könnte sogar deine Kids nehmen jetzt.
Wenn ich durchwechsle. Echt? Ja, dann guck dir mal meine an, da ist ein bisschen mehr drin. Markiere die Ziele. Allerdings kein MG. Oh, hallo, jetzt hab ich jetzt hab ich Ding. Dein Kit. Welches Kit hast du denn jetzt? Also welche Waffe hast du? Deins glaube ich genommen mit dem MG. Hm, das ist aber nicht meins. Okay. Nee. Ich habe jetzt Chaos. Ach, ich weiß auch nicht. Feinde oben und unten. Ich brauch den Scheiß eh nicht. Oh, warte mal. Das ist erstmal wieder die Per Hand. So, so ein paar Schwärme reinschicken jetzt gerade ist doch gut. Ja, Schwärme ist cool, die habe ich aber nicht. Den siehst du später im Chaos. Weil wenn die wie ich upgradest, fangen die dann irgendwann sogar an zu brennen, die Feinde. Wow, oh, das ist aber gerade. Das ist so die wichtigste, die habe ich fast das ganze Spiel über nutze ich die. Und der vorrusht. Den anderen allen vorbei, dann schießen sie irgendwann von hinten. Ja, die waren oben auf der Balustrade, das hatte ich. was habe ich jetzt gerade für Lex? Ja, ja. Was wollte ich noch sagen? Na, vergessen. Wird nicht so wichtig, ups. Ja, man muss halt immer diese Taktiksicht wieder aktivieren. Das. Ja. Oh, da komme ich gar nicht vorbei. Ich wollte doch. Den kannst du in den Fuß schießen. Ja, ich wollte an den vorbei rushen. Da klingelt wieder sein Handy. Handy, ja. Easy peasy. Gehe in den zweiten Stock. Kane, wir beenden unsere Patrouille. Kriegsherr, in Deckung! Zurück! Hendrix, alles okay? Ja, ich hab ihn! Das sehe ich anders. Hm? Was zum Teufel? Wer schießt da? Oh, da fehlen die Texturen komplett bei mir auf dem Gesicht von der. Nice, die sieht gruselig aus. Dann guckst du ja gleich mal rein. Agent Kane? Ich hatte doch gesagt, oben bleiben. Schien, als würde dir Hilfe brauchen. Und ihr wart so laut, dass sich jeder 54 IFU-Soldat nur zu gern um euch gekümmert hat. Die sieht so gruselig aus wie eine Wachspuppe bei mir. Schalten wir ihre Kommunikation aus, bevor sie es bemerken. Mir nach. Der Typ links bei mir hat auch irgendwie keine richtigen Texturen. Du hast keine Texturen neben dir. Abgeriegelt. Sie leiten ihre Kommunikation über ein zweites Relais. Kannst du es orten? Sekunde noch. Ich hab's. Von dort aus könnt ihr das Störprogramm hochladen. Wir treffen uns bei der Geheimstation. Klingt wie ein Plan. Bewegung. Kriegst du noch eine Waffenkammer? Echt gruselig. Oh, bei mir sind gerade generell alle Texturen laden sehr langsam nach. Moment, an der Waffenkiste kann ich ja nochmal. Was hab ich denn da? Ich nehm doch lieber den Kampfkunstkern ein. Also, Kane, was tun wir, wenn wir die Geheimstation erreichen? Zuschlagen und ausräumen. Euer DNI macht euch Jungs zu wandelnden Datenträgern. Wir laden euch sämtliche Daten hoch und löschen dann alles. Komm ich noch nicht hoch? Was ist mit möglichen Überlebenden? Den Fakten nach wurde die Station von der dominanten Militärkraft in dieser Region geplündert. Wahrscheinlich gibt es keine Überlebenden. Kane, nähern uns dem Kommunikationsrelais. Es ist schwer verteidigt. Obala. Aua. Ah! Falsche Taste. Seid ihr denn hier vor? Oh, oh shit. Ich bin eine Etage unter dir. Ich hab
Da eventuell irgendwo draufgeschossen, wo Aua macht. Bin bei dir. Genau, du feuerst, ich belebe dich wieder. Danke. So wie ganz im Borderlands, Borderlands-Style. Was, wenn es eine Etage drunter? Recht unten nehmen. Hier ist ein Loch in dem Boden. Mach einfach hin hier. Na, dann komme ich doch mal runter. Ah, da ist noch einer von vorne. Aua. Hacke die Hack. Ach, das nennt er also Hack den Kopf ab. Das Relais ausschalten. Die Penner dürfen nicht mehr miteinander reden. Piep, piep, piep. Kane, die Kommunikation wird ausgeschaltet. Wo bist du? Ich check die Geheimstation. Sie ist voller 54 Immortals. Sende neue Koordinaten auf euer HUD. Auf dem Weg. Sind wir fertig? Sind fertig. Es könnte jeden Moment alles einstürzen. Na dann mal schnell. Achtung, Hendrix! Das Gebäude bricht zusammen! Ja, ich will da rüber. Was ist denn hier los? Hui. Kann ich jetzt mal... Vorsicht! Auf dem Grabstein soll doch nicht scheiß Sturm stehen, oder? Hier bricht alles zusammen. Glaub nicht, dass hier noch wer lebt. Ja. Oh cool, so eine Seilbahn hier. Achso. Oder was? Oder wie? Hä? Oh cool, schon wieder keine Texturen. Warum kann ich hier nichts machen? Sie sind immer noch da und wollen alles mitnehmen, bevor der Sturm noch heftiger zuschlägt. Was sollen wir tun? Und wieder Texturenfehler. Hm. Wir greifen sie an, bevor der Sturm kommt. Ja, okay, vielleicht. Ach, hier. Jetzt? Jetzt kann man anklicken. Mann, ey. Na, endlich. Hui, wir haben übrigens die Rechte genommen, Fabian. Nicht schlimm. Hä? Oh, die Taktik-Sicht einschalten. Ja. Wieder eine Granate. Ja. Umrechts und Scharfschütze. Oh. Alter, da kam eine Rakete. Okay, halb's noch. Oh, oh. Wie schalten wir den am besten aus? Kopfschuss, zwei Magazine rein. Okay. Also immer auf den Kopf ziehen. Wenn man zweimal Magazin ungefähr kippt der dann um. Muss man aufpassen, wenn er zu nah ist, die Salve ist ziemlich so tödlich von ihm. Mit der Shotgun geht's ganz gut, mit der Haymaker. Dann aufpassen, okay. Dann darfst du halt nur nicht von der Seite von dem Nahkampf erwischen lassen, die ist sehr zielsicher und sehr tödlich. Aber ich stehe im Feuer. Ah! Kane, wir sehen die Geheimstation. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Ach so, ach, er muss die Tür aufmachen. Okay, finden wir heraus, womit wir es hier zu tun haben. Ja, dann. Ach, Hendrix, kannst du bitte jetzt mal den Balken da? Ich kann das nicht. Da
hatte es jemand eilig. Kane? Hier passiert. Vielleicht 54 EKR-Explosionen. Die Türen wurden nicht von außen gesprengt, sondern von innen. Ach. Wow. Wow, ich bin schockiert. Hä? Dann dreht das einfach so weg, weil ich... Jetzt aus dem Weg. Was? Ah, guck mal hier, was ist das denn? Irgendwas Sammelstück. Links im Raum. Da vorne ist was. Bereit machen. Hörst du das? Nee. Da drin ist jemand. Die Tür öffnen. Los! Hat bestimmt nichts gehört. Kein Gewalteinsatz nötig. Manchmal muss man nur klopfen. Mein Gott! Schön. Schalt den Scheiß ab. Was zur Hölle ist das, Kane? Ich suche gerade. Er hat auch keine Nase mehr. Verwehrung der Wiedergeburt. Ja. Von einem Jay Zong. Vollstrecker der 54 Immortals. Es war eine Hinrichtungsmethode für ihre schlimmsten Feinde. Durchgeführt am lebenden Objekt. Ja, natürlich, sonst wäre es ja keine Hinrichtung. Oh nein. War nicht gut. Was? Ist noch was? Die Datenträger. Sie sind weg. Ja, und außerdem ist meine eBay-Auktion gerade abgelaufen. Ne? Und überbuchen. Berichte, Befragungen, alles, was wir runterladen und löschen wollten. Schon wieder. Lokale Kopie einer CIA-Geheimseite. Mit Tagesstand der weltweiten CIA-Aktivität. Wenn das rauskommt, dann fliegt jede CIA-Operation auf der ganzen Welt auf. Und die Peilsender der Laufwerke? Die Biokuppeln. Das Herz der 54 Immortals und Heimat des Bruderschwester-Anführergespanns Go Min und Go Julan. Also holen wir uns die Laufwerke und zahlen es ihnen heim. Ich glaube nicht, dass das die Immortals waren. Die Türen wurden von innen gesprengt. Sie haben gebohrt. Sie waren nie in diesem Raum. Aber wer war es dann? Ich meine, wer hatte sonst noch Zugang? Diese Station wurde zuletzt benutzt von einer Black Cyber Ops Einheit vom Winslow Abkommen. Das war John Taylors Team. Was? Du glaubst, sie sind verantwortlich für diese Morde? Keine beschissene Chance, Kane. Ich kenne doch Taylor. Er würde sich niemals gegen uns wenden. Hoi. Bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ich habe einen Bluescreen. Okay. Ich glaube, das war die Mission, oder? Ja, ja, das war's. Ja, dann herzlichen Dank mal wieder fürs Zuschauen. Ja. Tschüss. Ciao. Ach, Audit, nehmt mich mit.